Oh, es ist angenehm, in einem richtigen Bett aufzuwachen und nicht in dieser blöden Zelle von letzter Folge. Hi, Izzy. Hallo, was heißt ihr richtiges Bett? Ich schlafe auf einem Kastenstuhl. Ja, aber ich habe letztes Mal... Also, ich meine, das stimmt. Auch noch? Das stimmt. Aber ich war eingesperrt. Ja, das stimmt eigentlich. Also ich meine, beschwer dich mal nicht. Du bist immerhin, guck mal, du hast hier einen Traumfänger, keine Albträume, alles da, wunderschön. Und ich war in einer blöden Zelle. Ronja, ich wach neben der Katze auf. Ich bin eine Maus, das ist ein Albtraum. Ich weiß nicht so. Und jetzt ist dein Bett weg. Ja, ist ja gut. Ich nehme einfach deins. Oh, na dann. Dann ist ja ganz beruhigend. Übrigens, okay, was wir uns gefragt haben, ja? Diese Fanarts, ja? Ich habe die nicht aufgehängt, Izzy hat sie nicht aufgehängt. Wir haben mal rumgefragt, wir wissen nicht, wer es war. Jedenfalls hängen hier jetzt welche. Die sind wunderhübsch geworden. Ich meine, bam. Die sind bam. So süß. Nochmal bam. Aber ich habe die vorher noch nie gesehen, in meinem ganzen Leben nicht. Oder so, dass ich sie mal gesehen habe, aber ich bin mir sicher, dass ich sie nicht kenne. Ich kenne die nicht. Ich sehe meistens die auf Instagram, aber ich habe die nicht auf Instagram gesehen. Ich auch nicht. Also es wird so ein Geist oder so. Irgendjemand, wer auch immer uns hier Fanarts gemalt hat und wer auch immer die hier aufgehängt hat, vielen Dank an dieser Stelle. Aber ich weiß nicht, wer es war. Vielleicht sind noch mehr geheime Botschaften in unseren Videos oder so. Ist echt so. Das kann man sagen. Guckt euch die Videos mal an und schreibt, ob ihr irgendwelche geheimen Botschaften gefunden habt. So kleine versteckten Nachrichten. Vielleicht mal ein Schild, wo was draufsteht oder so. Ich glaube, wir sollten mal hoch, oder? Wir haben uns jetzt... Wie spät haben wir es denn? Keinen blassen Schimmer. Nicht, dass wir uns... Ist das hier der Ausgang? Erst mal ins Bad. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist das Männerklo. Wir haben auch ein Bad bei uns in der Wohnung, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Was haben wir in der Wohnung? Ein Bad? Haben wir? Nein, haben wir haben nicht. Haben wir nicht? Wir haben nur ein Gemeinschaftsbad, das ist hier. Achso, oh, das wusste ich gar nicht. Ja gut, dann mal hoch. Frühstück! Oh, ist vielleicht auch schon ein bisschen spät, oder? Die meisten sind... Wie spät ist es denn? Keine Ahnung, die arbeiten alle schon. Hast du eine Uhr? Nein, aber ich habe Kekse. Ich auch. guten Morgen. Müssen wir nicht unsere Aufträge kriegen? Irgendwo? Izzy, weißt du, wo die ist? Wie heißt die? Summer? Detective Summer, die ist doch nicht hier. Mein Ronja, die ist nicht hier? Das doch. Nein. Die war doch letztes Mal, als sie uns die Aufträge gegeben hat, war die hier. Ronja, hier, das ist ihr Büro. Da, Detective Summer. Kannst du lesen? Steht hier sogar dran. Ich gehe nochmal zur Schule. Klopf doch einfach mal. Hallo? Die hat aufgemacht. Hallo? Ah, da ist sie. Oh, da ist sie. Ah, ihr seid auch mal wach. Ja, Izzy hat verschlafen und die hat mich dann nicht geweckt. Gar nicht. Die anderen haben alle schon ihre Aufgaben bekommen. Lass mich mal kurz nachschauen, wofür noch niemand eingetragen ist. Okay, okay. Okay, hier vielleicht haben wir es. Ihr überwacht heute bitte den Polizisten. Oh Mann, da müssen wir echt aufpassen. Von dem sind wir doch mal auf der Flucht. Ja. Stimmt, eigentlich verfolgt der uns und nicht anders. Ist so. Guckt, ob er irgendjemanden kontaktiert oder sich sonst irgendwie verdächtig verhält. Alles klar. Kriegen wir hin? Machen wir. Er müsste um die Uhrzeit eigentlich schon beim Gefängnis sein. Okay, gut, dann machen wir uns auf den Weg dahin. Wir kriegen das hin. Wir sind gute Beschatter. Kein Problem. Wir sind absolute Profis, würde ich sagen. Wir haben ja schon mal den Bürgermeister beschattet. Deswegen sind wir jetzt auch gesucht vom Polizisten und sind auf der Flucht und nicht mehr in unserer Wohnung. Aber okay, alles ansonsten. Aber sonst ist alles gut gelaufen. Einwandfrei. Okay. Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, macht mal hier weiter mit der Arbeit. Bis dann, Olivia. Ja, bis dann, genau. Bis dann. Wir sind... Was? Hey, hey, pst. Ja? Was ist denn? Was will sie? Weiß ich nicht. Ich habe gehört, dass ihr jemanden beschatten sollt. Ich kann euch helfen. Ich meine, klar, ein paar Tipps. Wie willst du uns denn helfen? Ich bin sowas wie ein Beschattungsexperte. Hab da schon viel Erfahrung. Und zwar, erstens, Verkleidung. Haben wir nicht extra diese Outfits dafür? Hast du denn dabei? Ja, haben wir. Ermittlungssachen. Ja, hast du auch eins dabei? Ganz wichtig. Je bunter, desto besser. Da könnt ihr euch gut als Bären tarnen im Gebüsch. Wie als Bären? Ich weiß nicht, ob das so der Weg ist. Aber wir haben Outfit, kein Problem. Zweitens, Geheimsprache. Das kann auch gut und gerne mal ein paar Tage in der Entwicklung dauern, aber lohnt sich. Hast du eine Geheimsprache? Ja, na selbstverständlich. Okay. Das heißt schlafen. Das heißt schlafen. Okay, gut. Gutes Signal. Was? Okay. Und drittens Hüte. Da bin ich persönlich großer Fan von. Okay. Sie tragen jetzt nichts zur Ermittlung bei, aber ich mag Hüte einfach gern. Toll. Danke für den Tipp. Werden wir beherzigen. Kommst du? Was? Ey, hör auf. Ich will schlafen. Habe ich schon verstanden. War ja in Geheimsprache dargestellt, ne?
Ja, das heißt, ja, also geht ist mir direkt aufgefallen. Wir sollten los, sonst macht der Polizist noch irgendwas und dann fangen wir den nie. Okay, also den Polizisten beschatten wir jetzt. Richtig. Guck mal, er hat Keksspuren hinterlassen. Lecker. Ja. Die sehen voll gut aus, wenn man die auf den Boden legt. Ja, das stimmt. Du hast mir einen Keks geklaut. Ja. Du hast mir einen Keks geklaut. Möchtest du den wieder? Ja, bitte. Okay, bitteschön. Dankeschön. Okay, dann auf zu... auf zum Gefängnis, würde ich sagen. Ja, ist klar. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass der uns nicht sieht, richtig? Schlaf ist auch eine Lösung, aber hast du also was passiert, wenn er uns sieht? Rennen wir dann einfach weg, jeder für sich, oder haben wir einen Plan? Vielleicht sollten wir uns das vorher machen? Ist es nicht faszinierend, wie doll ich meinen Kopf drehen kann? Guck mal. Das ist tatsächlich faszinierend. Du bist ein bisschen wie so eine Eule. Oh, ich bin ja eine Maus. Okay, warte, pass auf. Wenn wir uns sehen, dann... Also wenn er uns sieht, dann rennen wir weg, so schnell wir können und... Ja. Und dann pinkeln wir ihm in die Augen. Oh ja, stark. Gefällt mir dein Plan. Oh! Und ich bin runtergefallen. Vorsichtig, mach das laut. Nee, der ist mal okay. Der ist gar nicht da. Gesundheit? Versuch nicht zu niesen. Ist der nicht da? Oh, der sitzt da. Ich genießt hab. So ein Mist aber auch. Nie haben wir Gefangene. Was erwartet der Bürgermeister denn, was ich hier mache den ganzen Tag? Papierkram? Ich denke nicht. Tolle Arbeitsmacher. Versteck dich. Ja, ich versteck mich ja schon. Genau. Okay. Jetzt sind wir Steine. Oh, warte, er ist eingeschlafen. Auf die ein Hund draufgekackt hat. Oh. Auch gut. Ist er weg? Nee, er ist eingeschlafen. Der macht gar nichts. Na toll. Wenn wir jetzt den ganzen Tag hier rumliegen und der nur schläft. Aber lass doch gucken, wer hier gefangen ist, oder? Der meinte doch, es sind gar keine Gefangenen da. Ach, stimmt. Nein. Kisi! Oh nein. Oh Gott, der ist aufgewacht. Was ist der wach? Hat er dich gesehen? Versteck dich. Nanu, war da was? Nicht, dass der alte Mann schon wieder seinen Sekretär zum Spionieren zu mir geschickt hat. Oh, warte. Will der hier raus? Oh, der versteckt dich. Ich versuche mich hier zu verstecken. Okay. Ja, nice. Oh Gott, der hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott, okay. Warte, wo will er hin? Ich weiß es nicht. Lass ihn beschatten. Mhm. Oh mein Gott. Bist du da? Ja, ich bin direkt hinter dir. Warte, ich krabbel. Okay. Was macht der denn? Sieht weiß aus, ich als ob der Nutzer das X geht, oder? Ich verstecke mich hier ein bisschen im Gebüsch. Was sagt der? Kannst du es... Guten Morgen, Miss X. Ich hätte gerne ein paar Snacks. So wie immer. Dankeschön, bis morgen dann. Oh, okay. Oh, sie gibt ihm Snacks? Ich will auch Snacks! Easy, nein, nicht, dass er uns sieht. Aber ich will... Easy, okay. Versteck dich. Das ist ja gut. Ich meine, Codename... Hast du Kekse? Ich kann dir noch einen Keks geben gleich. Ich meine, schon wieder alle aufgegessen. Wie kann man denn so gierig sein? Was ich bin jetzt? Im Wachstum. Bist du wirklich? Bist du wirklich? Ja, du bist ausgewachsen. Du bist eine erwachsene Maus. Ich bin eine erwachsene Maus. Ja, guck dich mal an. Nein, ich wachse noch. Ich brauche Proteine. Gib weißt du, das habe ich mir auch eingeredet, aber ich wachse gar nicht mehr. Wo ist er jetzt hin? Und dann haben wir ihn verloren. Na toll hast du das gemacht, wie immer. Ja, nee, warte, dahinter ist er. Da hinten. Da da? Der läuft hier im Kreis. Ich verstecke mich in deinem Kessel. Was macht der denn jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung, ich verstecke mich im Kessel. Oh, auch eine gute Idee. Wir könnten Miss X fragen, ob der noch was gesagt hat. Was? Urlaub müsste man haben. Ausschlafen. Okay, er will Urlaub machen, alles klar. Er will ausschlafen, er will am Pool faulenzen. Und ich glaube, er will zum Reisebüro. Meinst du? Ja. Okay. Oder? Ist doch da unterwegs. Ist heute geschlossen? Komisch, die Tür war offen, aber scheinbar ist gerade niemand da, sagt er. Ist Mr. Holiday nicht da? Der ist aber noch da, oder? Ich denke ja, eigentlich. Ist der auch auf... Oh, warte mal, ich guck mal kurz auf unsere Liste, ob der auch verdächtig ist. Ja, ist er, er ist verdächtig. Ist er, okay. Dann vielleicht sollten wir den so ein bisschen nebenbei auch im Auge behalten. Der ist hier jetzt ein Schild im Stuhl. Was? Der Polizist ist hier und chillt im Beachchair. Oh, der... Okay. Der sollte auch arbeiten, oder nicht? Warum geht der nicht in sein Büro? Ich dachte, wir können uns da jetzt gemütlich hinsetzen und warten, bis der Tag vorbei ist. Warte, ich kann ihn da schon verscheuchen. Okay, warte. Ist wieder aufgestanden. Da. Okay, hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der guckt nicht so richtig auf seine Umgebung. Ist ein schlechter Polizist tatsächlich. Also, ich will jetzt nichts sagen, aber er wirkt nicht so kompetent. Macht er was zu essen? Ich bin mit Schlappen geworfen.
sie! Vorsichtig! Wo bist du überhaupt? Ich bin im, hinterm Brunnen. Okay. Jetzt bin ich im Brunnen. Warte, ich krabbel zu dir. Kann ich auf den Brunnen? Das ist auch ein gutes Versteck, glaube ich. Ist es das? Ja, hier sieht man mich nicht. Oh, ich muss schnell in den Brunnen. Sonst sieht er mich noch. Okay, ich bin auf dem Boden drauf. Okay, stark. Und das Versteck? Flammattacke! Nein, easy! Aha, bist du das war? Abgekriegt. Okay. Versteck dich, ich glaube, der hat das gesehen. Ich bin versteckt. Okay, bist du im Brunnen? Ich glaube, der kommt wieder. Ich bin im Brunnen. Warte, kommt der zu uns? Verstecken, geh runter. Ja, der ist bei uns. Geh runter! Duck dich! Der ist hier. Sieht der aus? Warte, ich muss... Was war das, sagt er. Gar nichts. Ja, toll, du... Ja, komm, jeder macht Hoffe, dir ist uns hier die ganzen Geheimmissionen. Dabei geht. Okay, gut. Ja. Okay, gut. Er ist weg. Glück gehabt. Oh Gott sei Dank, er steht daneben der Giraffe, aber da ist alles cool, glaube ich. Okay, nee, ich glaube, er geht wieder Richtung Gefängnis. Warte, der geht zu uns, oder? Nee, warte mal, geht er zu Pepper? Doch, nee. Ich glaube, der geht zu... Wo will der hin? Weiß es nicht. Siehst du ihn? Ja. Er ist da... Wow, voll in meiner Nähe. Was macht der eigentlich? Ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich was macht. Ich würde sagen, hier im Busch ist ganz gut. Wir verstecken uns mal ein bisschen und dann... Ja. Gucken wir mal, was er noch macht. Easy? Oh Gott, was soll ich die ganze Zeit schlafen? Wie kann man denn so müde sein? Oh, ich bin im Wachstum! Du bist nicht im Wachstum, hör auf, dir das Auge zu... Oh Gott, jetzt der Polizist. Du bist nicht im Wachstum! Oh, guck mal, wie klein ich bin! Du liegst nur gern! Das heißt nicht, dass du wächst. Wo ist jetzt der Polizist? Oh, er ist gerade hier drüben. Na, dann soll es wohl nicht sein. So langsam ist aber auch schon dunkel. Dann mache ich wohl mal Feierabend, Uwe. Oh, ich glaube, er geht nach Hause. Sieht. Junge, der ist so ein schlechter Polizist. Der sieht uns nicht. Ja, provozier es nicht. Ich habe ihm gerade Schlamm an den Kopf geworfen. Provozier es nicht. Aber gut. Das ist so ein schlechter Polizist. Wirklich, Ronja. Aber hast du das? Der geht da. Der geht wieder ins Gefängnis. Vielleicht schläft der da? Vielleicht wohnt der da? Meinst du? Deswegen sind die Zellen leer. Sind die Zellen deswegen leer? Der hat da eigentlich sein Bett reingebaut. Ja. Hä, aber, also, jetzt mal ohne Quatsch. Mr. Holiday, was ist denn mit dem? Wo ist der denn hin? Meinst du, der ist verschwunden? Nee, ich hab den in der letzten Folge, habe ich den noch gesehen, aber jetzt weiß ich auch aber nicht. Aber jetzt, der war den ganzen Tag nicht da. Was ist, wenn der auch entführt worden ist? Ich glaube, der ist entführt worden. Ja. Wieso? Ja, sonst wäre der doch irgendwo zu sehen. Der ist nicht im Reisebüro, der war in der ganzen Stadt nicht zu sehen. Und es werden Tiere entführt. Aber wir haben den ganzen Tag den Polizisten gesehen. Also wenn Mr. Holiday entführt worden wäre... Okay, also wir können erstmal den Polizisten auf jeden Fall von der Liste abhaken. Aber wenn er entführt wurde, woher willst du wissen, dass Mr. Holiday entführt wurde? Ich denke, Mr. Holiday wurde entführt, denkst du nicht? Also wieso, wir können doch mal rumgucken, aber siehst du den hier irgendwo? Ja, vielleicht ist er aber auch auf Holidays. Ich meine, sein Name ist Mr. Holiday. Aber der hat ein Reisebüro. Normalerweise steht da doch dran, hey, bin verhindert. Guck mal, hier ist doch weit und breit ist hier keiner. Warte mal, vielleicht können wir jemanden fragen. Ich gehe mal Pepper fragen, was die sagt. Kannst du vielleicht mal schauen, ob du den Doktor fragen kannst, ob du den irgendwo findest? Okay, ich suche mal, ob der... Ich glaube, der ist aber auch schon schlafen, der müsste oder? Im Geheimlabor sein. Ich, wohl Pepper? Ist Pepper nicht... Pepper ist auch im Geheimlabor, oder nee, die ist in ihrem Haus. Hi, Pepper! Hast du heute irgendwas von Mr. Holiday gehört? Wie? Warte mal, was? Ronja? Ja? Wo bist du? Hier, ich bin noch vor dir. Pepper meint, sie hat ihn heute Morgen noch gesehen und dann kamen irgendwelche komischen Geräusche aus seinem Haus und jetzt, seitdem ist er weg. Okay, alles klar. Also würde ich den auch von der Liste abhaken, oder? Die Wahrscheinlichkeit meinst du, er ist jetzt... weg? Warte mal, das heißt, Mr. Holiday wurde entführt wahrscheinlich? Und der Polizist war es nicht, weil er war den ganzen Tag bei uns. Der Polizist war es nicht, Mr. Holiday war es nicht. Farmer Joe war es nicht, Herr Turtle war es nicht und ich war es nicht, weil ich ja auch auf der Liste stehe scheinbar. So, wir haben noch den Bürgermeister, Miss X und Opa Bär. Nur noch diese drei Leute? Nur noch die drei, so langsam wird's eng. Das sind unsere Verdächtigen. Aha. Und du, also falls ich dich jetzt noch auf die Liste... Nein! Ich war auch den ganzen Tag... Okay, das stimmt, du warst heute den ganzen Tag... Ich bestätige dein Alibi, weißt du was? Ich schreib's noch drauf. Hier, easy. Abgehakt. Okay, danke. Bitteschön, ich gebe dir die Liste. Dankeschön, das finde ich sehr nett von dir, die gucke ich mir jetzt direkt mal an. Okay, gut, dann können wir zurück ins Geheimlabor, oder? Dann sagen wir der Detective Summer, dass da alles gut war und... Ja, jetzt bin ich aber gespannt, was Detective Summer sagt, was mit den anderen ist. Ja. Ja, vielleicht müssen wir die morgen beschatten, weiß ich ja nicht. Aber jetzt ist schon dunkel. Vielleicht bin ich müde. Auch einer ein Alibi. Naja, gucken wir mal. Naja, gut. Ich bin drin, bis dann, ciao. Bis dann. Hier ist der Doktor. Was? Der Doktor.
Ja, ja. Haben Sie was? Aber der ist in unserer Organisation. Gesehen? Was soll er denn machen? Er fragt mich, was ich zum Frühstück will. Naja, gut. Ah, ja, gut. Ich glaube, wir sollten einfach schlafen. Denke ich auch. Gute Nacht, Ronja. Gute Nacht. Das war's dann aber auch mit dieser Folge Minecraft Rainbow. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr die letzte Folge nicht geguckt habt, die ist bei Easy auf dem Kanal hochgeladen worden. Also falls ihr den aus irgendeinem Grund noch nicht abonniert haben solltet, dann guckt in der Infobox vorbei. Da ist er verlinkt. Au, jetzt musst du mich nicht gleich schlagen. Abonniert, sonst gibt's Schlag. Abonniert, sonst haut sie mich, bitte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.